Tierfreundinnen und Tierfreunde. Das neue Jahr hat auch im Tierheim Arche Noah in Gotha Ölleben den Alltag zurückgebracht. Es gelten wieder die regulären Öffnungszeiten, die man im Internet auf der Homepage des Tierheims nachsehen kann. Die Tierheim-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hoffen im Jahr 2017 weiterhin auf Unterstützung und Hilfe von Menschen, denen das Schicksal gestrandeter Tiere am Herzen liegt. In der ersten Folge unserer Kurzfilmserie Tiere suchen ein Zuhause im Jahr 2017 stellen wir den Horror-Schäferhund-Mischling Ben vor. Seine bisherigen Menschenfreunde haben sich getrennt. Keiner der beiden konnte ihn behalten. Deshalb musste Ben in die Arche Noah. Nun sucht der heimatlose Ben schnell ein Zuhause, das ihm wieder Sicherheit gibt. Ben wurde im Februar 2013 geboren, hat also bald seinen 4. Geburtstag. Die Gene des Horrorwarts liegt ihm im Blut, denn er zeigt in der Arche Noah seine Wachsamkeit. Tierheim-Mitarbeiter Mike Timler, den Ben schon kennt, wird am Zwinger freudig begrüßt. Kommen allerdings fremde Menschen an den Zwinger, zeigt Ben sich nicht so freundlich. Das könnte Interessenten abschrecken, muss es aber nicht. Wenn Ben die neuen Menschen erst kennengelernt hat, ist er ein netter und anhänglicher Hund. Er kennt Kinder und könnte ohne weiteres in einer Familie leben. Kleine Kinder sollten natürlich niemals allein mit einem Hund gelassen werden. Ben ist stubenrein und hat sowohl drinnen wie draußen gelebt. Fremde Menschen lässt er bestimmt nicht so ohne weiteres auf das Grundstück, welches er bewacht. Bei Männern ist er besonders misstrauisch. Katzen mag Ben nicht, die sollten nicht zur neuen Familie gehören. Aber mit Artgenossen versteht er sich gut, gaben seine Vorbesitzer im Tierheim an. Auf jeden Fall soll Ben ein Grundstück zum Bewachen haben. Ein reiner Wohnungshund ist er nicht. Aber er will unbedingt dazugehören. Das sieht man daran, wie aufmerksam er seinem Pfleger Mike Timler gegenüber ist. Ben braucht ein Grundstück mit einem Zaun von ungefähr 1,50 Meter Höhe, sonst könnte er ausbüchsen. Der liebenswerte Ben braucht unbedingt wieder Menschen, die ihm ihre Liebe und ein sicheres Rudelgefühl geben. Dann ist seine Welt wieder in Ordnung und er gibt sicher alle Zuwendung zurück.